Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Muss mal eben das Fenster hier verschieben, weil das mit OBS, weil mich das sonst mit OBS ein bisschen ablenkt. Willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir haben im Idealfall im gestrigen Part das Omega DLC abgeschlossen und ich würde jetzt gerne auch schon direkt das nächste DLC angehen, und zwar das Leviathan DLC, das wir ja soweit schon mal angeteased hatten. Muss ich aber doch später machen, weil da war ja noch was, noch ein Dialog, den wir führen sollten auf der Zitadelle mit jemandem. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss zum Krankenhaus. In Ordnung. Gibt es Neuigkeiten bei Sane? Ein erneuter Besuch? Sehr schmeichelhaft. Für Sie? Nee. Vielleicht können wir. Schade. Dann auf zu Ashley. Ist bei ihm da hinten was Neues? Okay, ich muss also operiert werden. Aber wann kann ich wieder an die Front? Gar nicht. Was? Sie haben schwere Nervenschäden. Nach dem Abnehmen des Beins müssen wir mit der Prothese mindestens 5 Wochen warten. Ich habe meinem Trupp gesagt, dass ich nächste Woche wieder da bin. Es tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Tja. Geht sofort los. So. Hallo, Ashley. Schön, Sie auf den Füßen zu sehen. Ja. Alles in Ordnung? Glaub schon. Ich habe Udina zugesagt. Spectre-Status. Mein Glückwunsch. Unwichtig, verglichen mit der Gesamtlage. Sind Sie bereit für die Verantwortung eines Spectre? Bisher ist es nicht real. Kommt sicher noch. Ich kenne meine Pflichten noch nicht. Alles ist ein einziges Chaos. Was halten Sie von der Sache? Sie haben eine beeindruckende Dienstakte. Sie verdienen das. Danke. Das von Ihnen bedeutet das viel. Er sagte, sobald ich hier raus bin, gibt's die offizielle Zeremonie. Und danach? Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Wenn ich gefragt würde, auf alle Fälle. Freut mich. Geht's Ihnen besser? Bestens. Bis auf den Papierkram, mit dem der Doc mich zumüllen wird. Tut mir leid, dass ich so abwesend bin, aber... Was ist denn? Nachricht von meiner Mutter. Sie konnten rechtzeitig fliehen. Das sind gute Neuigkeiten. Ja. Ist Ihre Schwester auf der Citadel? Ja, aber... Ihr Ehemann ist im Einsatz gefallen. Mein Beileid, Ash. Danke. Sarah hat das Militär nie interessiert. Wir waren bei ihrer Heirat alle sehr überrascht. Wie viele Familien werden wohl von den Reapern auseinandergerissen? Darüber will ich nicht nachdenken. Es ist so hoffnungslos. Sie trifft keine Schuld daran, Ashley. Aber ich bin doch ihre große Schwester. In den Klauen der Umstände habe ich weder gezögert noch geschrien. Nach den Hieben des Schicksals ist mein Kopf blutig, aber nicht gesenkt. Woraus ist das? Unbesiegt. Von Henley, Vaters Lieblingsdichter. Man soll nie aufgeben. Richtig. Meine Schwester will bei der Gedenkstätte ein paar Worte über den Wert der Familie sagen. Das wird hart. Informieren Sie mich, okay? Mach ich. Und danke, Shepard. Tja. Warte, kann ich noch was mit dir? Ziemlich ruhig hier oben. Stimmt. Na gut, wenn es sonst nichts gibt, wollen wir eben weiter, ne? Willkommen bei Syrta. Danke, dass Sie bei uns eingekauft haben.
Naja, ich habe ja gerade zwar nichts gekauft, aber scheißegal. Hier ist nirgends so ein... Nee, ne? Willkommen, Commander Shepard. Ja, dann. Dahin und so. Zurück zur Normandy. Ja, spare ich mir die restlichen 10 Sekunden, um zur Normandy zu rennen. So. Jetzt aber, Leviathan DLC. Ich bin neugierig. Das DLC kenne ich nämlich noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir fangen ganz altmodisch oben links an, in der Ecke. Wo muss ich hin? Naja. Signal bestätigt. Yay, was zum Scannen. Ne? Credits. Ja, ne? Ihr könnt mich alle. Scheiße, das war voll unnötig, dass ich das eingesammelt habe. Reaper umgangen. Ja. Fangen wir oben links an und kämpfen uns dann langsam nach unten. Ich habe etwas gefunden. Och nö. Fuck ey. Gotiana Obelisk. Mhm. ULG-Sprung erfolgreich. Wahrscheinlich irgendwo muss doch Sprit zu finden sein, da hinten, okay. Ausweichen erfolgreich. Reaper-Umgang. Ja, das hier passt schon eher. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. ULG-Sprung erfolgreich. Meine Fresse, ist das immer knapp, ey. Echt jetzt? Signal bestätigt. Oh Mann. Hast du das Scannen hier echt? Oder was heißt hassen? Wenn das schneller wäre, ja? Teufel der leere Kampfgeschwader. Wenn das mit dem Scannen schneller vonstatten ginge. Mit dem Scannen. Nicht so lahmartig über den Planeten trottet die Maus. Oder eher drüber scrollt. Reaper Umgang. Dann wär's ja noch ganz nett. Alter, warum spawn ich immer hier unten, wo nix ist? Ja. ULG-Sprung erfolgreich. Mich verarschen. Das war Selbstmord, oder? Scheiße. Reaper umgangen. Die haben mir erlaubt, das zu scannen. Und zu tanken. Das fand ich nett von den Reapern. Sehr nett. Ich habe etwas gefunden. Treibstoff, nehme ich an. Das ist immer so viel. Wo ist das alles? Watcher Arbeitstrupp, schön. Ja,
Ja, geil. Bin doch hier richtig, oder nicht? Hä? Ich begreif's gerade nicht. What the fuck? Wo muss ich, was muss ich denn? Hä? Wie, wo, was? Willst du mich verarschen oder was? Hier ist nix. Hier scanne ich mich ja tot. What the fuck? Wie ist denn das denn versteckt? Suche erfolglos. Gano befindet sich nicht in diesem System. Gut zu wissen. Jojo, hier mich auch. ULG-Sprung erfolgreich. Immerhin haben wir schon mal dieses eine System komplett gescannt. Ist ja auch schon mal einiges wert. Aus Erfahrung von gerade eben scanne ich hier erst später. Wo muss ich denn hin? Ach, das ist noch hier irgendwo. Ja, erstmal fliege ich darüber. Oh Gott. Schön, dass die Reaper Signal hier so geduldig sind. Credits. Die sind echt ganz schön geduldig, die Reaper. Immerhin schon mal ein bisschen dann getankt. Nur 40. Ich habe etwas gefunden. Ilium. Hübsch. Die Heimatwelt der Asari. Waren wir im zweiten Teil unterwegs? Flüssiges Kapital. Whatever. Ich dachte, die Reaper wären aber schon längst hier. Darf ich hier wieder alles absuchen? Führt mich dieser Scheißding jetzt wieder auf. Oh Gott. Suche erfolglos. Gano befindet sich nicht in diesem System. Ausweichen erfolgreich. Dann bleibt ja nur noch der Kelston Rift. Oder das Kelston Rift oder was auch immer. Oh Gott. Keine Reaper-Aktivität bisher beim Scan. Signal bestätigt. Nee, da. Geht zum Scannen. Da genau, Treibstoff. Naja, ist besser als nichts.
Es sichert mir den Weg zurück auf jeden Fall, wenn ich nicht vom Weg abkomme. Wir haben Garnu geortet. Okay, 100%. Alles klar, dann wollen wir mal. Wen hole ich denn überhaupt mit? Ich möchte natürlich Liara dabei haben. Ja, nee, in dem Outfit hier. Wait a moment. Was hast denn du für Outfits? Ach so, ja, doch, habe ich schon mal nachgeguckt, ne? Liara und Garrus. Meine beiden besten Buddies. Meine Bros und Sisters. Sister und Bros. Broses. Ja, ihr habt's auch gesehen, hier neue Waffe, schön. Oder da. Achso, darum ging's denen, ja. Ich kann nichts machen. Ihr beide aber bestimmt. Jupp. Dann zeig mal, was du drauf hast. Wir sind etwa 5 Minuten entfernt, Commander. Was genau ist auf diesem Asteroiden? Minenanlage. TGES Mineral Works. Eher klein. Könnte ein gutes Versteck für Leviathan sein. Wir haben alle Edis Notizen über Brysons Labor gelesen. Fragen? Ist inzwischen bekannt, was dieser Leviathan genau ist? Nicht wirklich. Nur, dass er einen Reaper getötet hat. Und wir suchen Dr. Brysons Forschungspartner, Garnu. Genau. Wenn wir Garnu finden, haben wir auch Leviathan. Hoffen wir. Der Doktor hatte recht. Was mächtig genug ist, um einen Reaper zu töten, muss untersucht werden. Hoffentlich hat Garnu die Antworten, die wir brauchen. Ich bekomme Reaper-Signaturen aus dem Asteroidenfeld rein. Bryson hat gesagt, dass sie seine Teams beschatten. Wenn sie Leviathan auch wollen, sind Reaper ein gutes Zeichen. Sowas hört man auch nicht jeden Tag. Bringen Sie uns rein. Wir klären das und kommen gleich. Informieren Sie mich über die Reaper-Lage. Jawohl.